Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsimpuls am zweiten Sonntag im Jahreskreis. Da ist eine Frau, die hat ein Ei gefunden. Und sie ist ganz aufgeregt. Sie ruft ihre Kinder und ihre ganze Familie zusammen und sagt, ich habe ein Ei gefunden. Die Probleme sind gelöst. Wir haben ein Ei gefunden. Wir werden zum Nachbarn rübergehen, und dass die Henne es für uns ausbrütet. Und wenn dann eine neue Henne ausgebrütet ist, dann werden wir ganz viele Eier unterlegen. Und sie brütet und brütet und wir haben immer mehr Eier, immer mehr Hennen. Wir können kaufen, kaufen, kaufen. Wir verkaufen, kaufen wir und kaufen und verkaufen wir. Und dann kaufen wir uns ein Kalb. Und dieses Kalb essen wir aber nicht. Nein, wir werden es auch großziehen. Und dann gebiert es mehr Kälber, haben wir mehr Kühe, mehr Kälber, mehr Kühe. Wir können sie kaufen, kaufen, essen, kaufen, verkaufen, verkaufen und essen. Und dann kaufen wir uns ein Stück Land. Und dann haben wir da ganz viele Herden drauf. Und dann Hühner und wir haben Kälber und wir können kaufen, 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 verkaufen, verkaufen. Dabei fällt das Ei der Frau runter. Welch ein Geschwätz! Diese Frau verliert den totalen Überblick und weiß gar nicht mehr, was sie redet. Sie dreht sich nur noch um sich selbst und kann nichts mehr hören, kann nichts mehr sehen. Alles aus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es uns im Augenblick genauso geht. Wir hören so viel und sehen so viele Sachen und uns dröhnt alles zu und wir verlieren den Überblick. Vor allem, wenn ich an diese Pseudodiskussion denke zum Thema Impfstoff. Wir sind am Anfang. Sind wir doch besonnen. Schauen wir genau hin und hören nicht auf die ganzen vielen Pseudodiskussionen. Da wünsche ich mir doch, dass wir so sind wie die Jünger im heutigen Sonntagsevangelium. Die Jünger Jesu hören hin. Sie hören und sie sehen. Sie gehen mit Jesus mit. Und im Hören auf ihn finden sie den richtigen Weg. Das wünsche ich uns in diesen Zeiten. Hören auf das Wort Gottes. Gott vertrauen, dann schaffen wir es und können die Wege auch gut gehen. Mit ihm können wir es wagen. Und dazu segne sie und begleite sie der gute und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.